So, da sind wir wieder. Ich beug mich hier nur so komisch rüber, weil ich gerade mal kurz was machen will. Und zwar, noch keine Musik anmachen, Regie. Wir gucken mal ein Video, das die Kollegen hier, das die Leute vom Server gemacht haben. Ja, geh dir mal auf den Hauptmonitor, Regie, und dann den Ton möglichst so laut, dass man es gleich hört. Los geht's. Hallo. Ich bin Maria Thorsten-Bums von Minecart Glas. Haben auch Sie öfters das Problem von plötzlich auftretendem Glas auf Minecart-Strecken? Da können wir von Minecart Glas Abhilfe schaffen. Einfach TNT auftragen, Nivea-Creme einwirken lassen, kurz auf Toilette gehen. Hä? Was ist jetzt los? Ich höre hier aber auch die ganze Zeit, dass Leute sagen, der Stream flackert. Oh, wie, was kriegen wir denn? Warte, ich mache auch mal eben an, ich will auch mal sehen, wie es flackert. Flackert, flackert, Woodface, flacker, flacker. Ich glaube, es flackert. Ach, ihr seid da dran. Ja, aber dann feuere ich so lange das Video noch nicht ab. Dann lasse ich es noch so lange laden. Und so lange spielen wir einfach langweilig dieses Minecraft. Das ist ja eh egal, wenn es ruckelt. Hat sowieso eine schlechte Grafik. So, warte, ich muss hier so rüber, weil das noch so blendet. So. So, dann bauen wir so lange weiter. Ich habe auch neue Wolle besorgt. Machen Profis das, kein Problem. Für uns hier ein Tag wie jeder andere, ne? Kommt halt mal vor. Man weiß aber auch immer, das ist das Problem oft, dass man nicht so genau weiß, ach, eigentlich immer alles so für morgen für Q&A. Aber dass man oft nicht genau weiß, was eigentlich, also ob man selbst das Problem hat. Aber wobei, wenn die sagen, die arbeiten dran, liegt es wahrscheinlich an denen, also an uns. Nö, flackert noch. Da sagt jemand einfach im richtigen Moment zwinkern, das ist natürlich eine Hammeridee. Also würde ich jedem ans Herz legen. Empfehle ich wärmstens. Ist die Frage, was hatte ich gesagt? Wie hoch ist der Körper? Das nervt, dass ich immer wieder hochklettern muss. Ich mache mal eine Brücke. Eine Treppe. Gelöst das Problem hier. So, zack. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. So. Jetzt gucken wir uns die Kuh an. Der Körper dieser Kuh ist, ich glaube, so hoch wie ihre Beine, ne? Mal hier gucken. Fängt denn der Körper da an? Kuh. 1, 2, 3, 4. Die Beine sind doch dann aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ach, die sind auch 10. Ich habe die Beine jetzt auch 10 gemacht, das heißt, der Körper ist auch 10. Okay. Ups. So, flackert's noch? Ich muss mal neue Musik in den Ordner tun, aber ich habe letztes Mal so lange gesucht, bis ich so viele schöne Lieder hatte, die mir so gut gefallen haben. Was für ein Quatsch. Tut mir leid, Hühnchen. So. Ich fang mal hier an der Quatsch. Oh nein, ich bin doof. Uiuiui. Voll runtergesegelt. Alles gut. Ach, alles gut. Okay, cool. Dann mache ich mal hier. So, Regie, dann machen wir einmal die Musik aus. Ich mach das Video hier, Jeros. Musik aus. Musik jetzt. Hallo. Ich bin Maria Thorsten-Bums von Minecart Glas. Haben auch Sie öfters das Problem von plötzlich auftretendem Glas auf Minecart-Strecken? Da können wir von Minecart Glas Abhilfe schaffen. Einfach TNT auftragen, Nivea-Creme einwirken lassen, kurz auf Toilette gehen, ein bisschen zu Diarrhoe beten, Birke, Achterbahn fahren und Redstone beim TNT verlegen. Und der Hebel. Hebel. Und dann der Hebel. Ah, den Hebel platzieren.
Das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Sie mieses Schwein! Mein Kartglas explodiert. Mein Kartglas tauscht aus. Toll. Auch mit dem gefälschten TÜV-Siegel. Das gibt bestimmt keinen Ärger. Sehr schön. Das hat auch die Community gemacht. Ich bin ein großer Freund von sowas. Ich musste lachen. I was laughing very much about all these funny clips and stuff. Nee, war wirklich witzig. Ich musste lachen. So. Aber jetzt bauen wir weiter. Mucke wieder an. Jetzt wieder knallharter Ernst angesagt. Siehst du, kommt im Chat auch gut an. Das sind nicht überall Hühnchen. Runter. Ihr seid frei, ihr könnt fliegen. Du auch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So hoch muss die Kuh. Spinn ja wohl, das kann doch überhaupt nicht sein. Da muss ich mich verzählt haben. So hoch ist doch keine Kuh. Scheiße, doch, kommt hin. Never ever. Flecken machen wir am Schluss. Erstmal wird gekuht. Nee, die Kuh ist gut. Das wirkt jetzt nur so hoch. Pass mal auf, ich baue mal einfach hier so ein bisschen. Vielleicht geht mir aber mitten in der Kuh das Material aus, befürchte ich fast. Vielleicht sollte ich hier weitermachen. Nicht, dass ich am Ende da nicht mehr reinkomme. Bau die innen hohl. Ja, mache ich. Ich war aber eben tatsächlich, um mal ehrlich zu sein, ich wollte sie erst dicht bauen, nicht dödel. Und dann habe ich beim Bauen gemerkt, oh, ich bin so ein Genie, ich baue sie einfach hohl. Worauf wahrscheinlich jeder einfach vor 1000 Jahren gekommen wäre. Vor 1000 Jahren! Alter. Kuh-Ding will Weile haben. Hammer. Wir sollten noch mehr Kuh-Gags abfeuern. Über IQ. Oder coole Leute. Ich glaube, ich erstmal essen. Mal auf die Eier hochzuschmeißen. Scheiße, jetzt geht mir die Wolle aus. Ah, Mann, wie heißt denn nochmal der Boom Clap? Ich kann nur Reddit empfehlen. Ach, da fällt mir ein, ich sollte ja auch nochmal erwähnen, dass dieser Server jetzt eine Woche offen bleibt. Dann können alle hier fleißig drauf rumbauen. Mist, jetzt komme ich nicht ganz bis nach oben. Da haben wir so ein Haar noch. So. Kann man hier fleißig drauf rumbauen und sich. Wir bauen hier alle gemeinsam. Schaffe ich das überhaupt bis nächstes Mal? Ich weiß gar nicht, wie die Regelung ist, ob ich offscreen bauen sollte oder ob das dann alle blöd finden. Aber eigentlich muss ich das ja machen, wenn ich mal fertig werden will. Jedenfalls bis nächste Woche dürfen wir alle fleißig bauen. Es steht euch alles frei. Seid einfach nett. Irgendwie macht nicht die Sachen anderer kaputt. Baut euch einfach traumhafte Attraktionen. So, runter mit euch, komm. Ja, jetzt reicht's gleich. Hol euch ein Schwert raus. Verzieh dich! Blödes Huhn! Du auch! Runter! Runter! Oh, sorry. Das Huhn schläft in der Luft. Tschüss, schlafendes Hühnchen. So, aber ich brauche jetzt nochmal ein bisschen Wolle. Vielleicht hat mir am Schnorrer ja jemand was in meine Kiste da getan. Auf den Server darf man noch immer. Nein, diese Welt, wir sind hier in so einer Creative-Welt. Das heißt, wir sind nicht in der, wo man normalerweise seine Stadt baut und so. Bitte bedient euch und füllt nach. Aber mindestens einen der beiden Punkte werde ich befolgen. Spenden an Hauke. Na toll, da müssen wir uns wohl noch Wolle holen. Gibt es überhaupt noch so viel Wolle? Gucken wir uns mal die Kuh an. Ich kann schon mal einen Euter machen. Das sieht doch ein bisschen pink aus. Das ist Euterfarbe, oder nicht? Würde ich durchgehen lassen. Zählt. So, wie sieht so ein Euter aus? Die ganze Breite plus einen vom Bein und dann noch eine Reihe. Okay. Als echter Euter-Spezialist weiß ich Bescheid, es kann losgehen. Runter da. Aber was soll denn der Quatsch?
junger Mann, wenn du dir einen Kick verdienen willst, bist du auf gutem Weg, wenn du mich davon abhältst, hier friedlich zu bauen. So. Beinabstand haben können. Naja. Die Kuh jetzt zu schmal gemacht? Nö, das hat schon alles so seine Richtigkeit. So. Hast du jetzt vom hässlichen Kackstift bauen. Immer noch der Kollege. Können wir den mal ganz weit weg teleportieren, liebe Admins? Teleportiert ihn mal irgendwo hin, wo er gute 20 Minuten zum Zurücklaufen braucht. Gucken wir ihm zu, bis das passiert. Ja, hahaha, hier, guck mal, ich schenk dir was. Ja. Wir sind gute Freunde. Hier hast du noch eine Möhre. Ich muss ihn beschäftigen, damit er nicht merkt, was vor sich geht. Nee, meine Superangel kannst du nicht haben. Hier noch eine Fackel kannst du haben. So eine Schaufel haben. Guck mal, hier eine Schaufel. Toll, kannst du bauen. Hahaha! Reingelegt! Tschüss! Könnt ihr ihm hier, baut ihm mal hier einen Grabstein hin. Da war er. Meine Macht missbraucht. Jetzt gucke ich erstmal schnell im Chat, wie lustig ich war. Dass, ob ihr auch genug gelacht habt über mich. Ja, war schon lustig. Also jetzt hole ich mal eben. Ich hole mal eben Wolle. Wollte ich nur Quatsch machen. Aua. Ist da noch Wolle drin? Oh, hier ist noch ein bisschen drin. Oh, können wir noch ein bisschen weiterbauen. Brauchen wir doch noch nicht gehen. Können die mir auch ein Denkmal hinbauen? So. Klotz, 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 klotz. Ach, mein Schwert, das kann ich auch dahin packen hier. Mann, was ist denn eigentlich hier nach? Ach, wir müssen reden, ist ja heute, ne? Ich habe gehört, Ingo ist zu Gast. Toller Typ. Super Typ. Oh, fast runtergefallen. Nee, ich will die Hühnchen, die muss ich nachher leider alle wieder aus der Kuh rausholen. Die können da nicht drin bleiben. Das gefällt mir nicht, wenn die da drin sind. Ich muss noch einen Euter unten dran bauen. Das wird schon genug Arbeit. Ich habe viel zu klein gebaut. Ich hätte die nochmal fünfmal größer bauen müssen, die Kuh. Schon wieder keine Wolle mehr. Viel zu wenig Wolle. Kühe, ey. Jetzt kann keiner sehen, wie ich die Hühner hier abmassakriere. Flieh! Aber es wird dir nichts helfen! Boing! Einfach ein bisschen rumtrollen. So. Kartoffeln. Schade, ich dachte, vielleicht auf wundersame Weise mehr Wolle ihren Weg da reingefunden. Ach, jetzt wird das ja auch langsam mal bebaut hier. Verdammt. Wir werden wohl Kakao holen müssen. Oh, ich weiß was. Vielleicht gehen die Chat-Commands in der Welt eigentlich? Schon. So. Slash. Home. Jetzt bin ich hier nur hingekommen. Na du, dann machen wir den Chat wieder aus. Ach, aber hier kann ich jetzt. Slash Home, geht's hier?
Ja, die Kuh ist nicht breit genug. Ne? Da haben wir wirklich einen Fehler gemacht. Toll, was der Mihawk hier gemacht hat. Ein wunderschönes Haus. Eigentlich gehört es ihm. Ich muss ihm eigentlich überschreiben. Ich habe da überhaupt nichts dran gemacht. Nur den Grundriss. So. Nehmen wir nochmal drei mit. Okay, vielleicht steht in dem Buch. Wahrscheinlich nicht so schlau, das jetzt einfach aufzumachen, ne? Wie liest man das denn nochmal? Achso, ja. Invalid Book Tag, okay. Ich mache hier überhaupt keine Unordnung, ich tue das da nur kurz rein. So. Hm? Was soll der Quatsch? Was ist das? Wieso liegt hier bald Wolle rum? Weg. Schwert, da brauchen wir noch nur eins. Holz brauchen wir nicht. Kann sich alles jemand schnappen hier. Und meine Angel, ich angel hier nie. Brauchen wir auch nicht. So, jetzt aber. Ist die Frage, ob ich die Kuh nochmal verbreitere, ne? Das erscheint ja irgendwie noch nicht optimal zu sein, die Kuh. Guck's mir gleich nochmal in Ruhe an, ob ich die Kuh noch breiter machen muss. Ich glaube, ich nehme ein bisschen graue Wolle mit. Wenn hier welche ist. Ja, ist hier. Grey Wool nehmen wir auch noch mit. So. Oh, ich muss den Chat wieder aufmachen. So. Haha, bleibt da alles liegen. Muss ich ja wieder laufen. Na Mann, ich bin so doof. Mach den Chat wieder an. Aber dann spam doch alle nur rum. So. Slash. Ach ne. T/ spawn. Hier kommt man übrigens dahin, hier zu Hannes. Und zu unserer tollen Stadt kommen wir hier hin. Da hinten geht's im Haus. Das erinnert mich ja immer an, wenn du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Oh, kennt ihr das? Jetzt machen wir kurz an. Das ist so ein Hammer-Track. Ich mach mal hier kurz aus. Gehen wir immer nochmal auf YouTube. Können wir richtig abgehen. YouTube? Bestimmt wird das dann geclaimed nachher, das ganze Let's Play, aber scheiß drauf. Fuck the police! Tante Hedwig. So. Ist es das? Ich hoffe mal. Ziemlicher Burner-Song auf jeden Fall. Heinz Erhardt, meine Damen und Herren. Vielleicht ein Remix, wir wissen es nicht. Das ist es. Geht gleich nochmal los, glaube ich. Oh, fast hätte ich mal Wasser umgeschmissen hier. Ist das das, was ich meine? Wird das gleich nochmal gut? Weil das, was ich meine, ist echt nicht übel. Geht nicht, Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt dir ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Du denkst, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht zu Tante Hedwig, Hedwig, Hedwig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt dir ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Was noch kommt. Man, ich muss ja jumpstylen, aber ich kann nur im Sitzen. Kann man meine Füße sehen? Ich darf nicht aufstehen, dann reiße ich mein Mikro weg, glaube ich. Jetzt macht doch die andere Mucke aus, Regie! Ihr macht doch den ganzen Track kaputt!
hab mich hier verfangen vor lauter Tanzerei. So, reicht. Aua, jetzt dürft ihr wieder Musik anmachen. Ich muss hier machen nur kurz Ordnung währenddessen. Wie man dazu abgehen kann, ihr habt doch keine Ahnung. Natürlich kann man dazu mega abgehen. Am Ende gehen wir nochmal zu Tante Hedwig ab. Das ist der Deal. Ich versuche dann auch aufzustehen und wirklich zu tanzen. So, aber erstmal gehen wir jetzt wieder in Minecraft. Aber jetzt wollte ich doch das Lied von eben hören. Wisst ihr noch, welches das war? Zufällig Regie? Könnt ihr mir das sagen? Oh, guck mal, da baut irgendwer was Riesiges. Weil ich ja zeigen wollte, dass das klingt wie Tante Hedwig. Weiß ich jetzt auch. Ich habe gesagt, wisst ihr noch, welches Lied wir davor anhatten, wegen dem ich auf Tante Hedwig gekommen bin? Ich wollte ja die Ähnlichkeit zeigen. Okay, wird schon irgendwann nochmal kommen und dann erkennen wir es wieder. Hä? Steffen, meinst du auch? Ja, bestimmt, Hauke. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass meine Kuh nicht breit genug ist. Was natürlich ein Riesenproblem ist. Ich gehe nochmal runter und gucke mir die Kuh nochmal an. Was habe ich denn falsch gemacht? Das ist doch genauso... Ach, die Beine. Sind die... Eins... 2, 3, 4. Ich habe es halb so breit gemacht, ne? Das habe ich als 4 genommen. Ich habe aber nur 2 gemacht. Dann in der Höhe habe ich aber jeden einzelnen genommen. Dann stimmt natürlich die. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ja, das stimmt natürlich dann nicht mehr. Dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich die Beine doppelt so breit machen. Und dann den Abstand in der Mitte auch. Also quasi die Reihe weg. Das kriegen wir aber ja relativ schnell hin. Ist hier irgendwo Metall oder so, dass ich die Wolle schneller wegmachen kann? Eine Schere? Hat mir jemand eine Schere? Hat jemand eine Schere für mich? Schon wieder Werbung? War doch gerade erst Werbung, oder nicht? Na gut, wenn ihr das sagt. Ja, dann gehen wir kurz in die Werbung, während ich mir eine Schere baue. Aber danach haben wir richtig Spaß, okay, Regie? Ja, danach haben wir richtig Spaß. Also, fühlt euch nicht gehypt, das ist keine Maßnahme, um euch danach wieder an den Screen zu kriegen. Also, bis gleich.